Ich höre auch was. Dann willkommen zurück bei Ancestors. Dem Spiel, das darum geht, dass Affen zu Menschen werden. Warum habe ich mit einem alten Affen das Spiel aufgenommen? Da wieder ab. Ich habe ein bisschen jüngere ab. Irgendwas, was auch überlebensfähig ist, wenn ich später damit auf Tour gehe. Und du hast eine Mutation, dann will ich dich damit nicht mehr. Babys ohne Mutation. Ich sollte nicht im Dunkeln rumlaufen. Wenn ich nicht im Dunkeln bin, sieht man das. Schlafen, kleine Affen. Es ist wieder hell. Da ist ein Baum. Zwei Äste für mich. Und dann gibt es noch ein junges Weibchen. Ich zum Beispiel. Teil meiner Gruppe. Dann brauche ich noch mehr Babys. Zwei mehr Babys. Du siehst, das ist schön, dass du jetzt da bist. Und ich noch ein Baby. Ich habe volle Anzahl an Babys. Mein ganzes Leben nach Mitgliedern meines Clans suchen. Wer hat die in die Bäume gesetzt? Komm mit. Ich könnte alle vier mitnehmen, die noch keine haben, aber wo ist Schachtelheim? Ich möchte mich gerne mit Schachtelheim einreiten. Nein, ich hatte erst vielleicht einen Stein.
Mein Affe sieht seltsam aus. Hat irgendwie ein wirklich komisches Gesicht. Ja, das auf den Klippen, das hab ich nicht öfter. Das Wechselboni, weil ich jetzt weiter essen. Schnecke kannst du essen. Ich glaube, du bist durstig, aber ich will jetzt kein Wasser trinken. Da ist noch eins. Weil ja, natürlich setzt man das Baby so weit ab vom Fuß wie möglich. Okay, Kartoffeln sind immer schön. Gehen wir mal um den Felsen herum und gucken, was da drüben für ein Ort auf uns lauert. Die Aussicht von hier ist nicht so gut, wie ich das erhofft hatte. Keinen Rauch. Nur die praktischen Futter. Praktische Blätter. Ich glaube, hier ist immer ein sehr bezeichnender. Nein, ich kann mich erinnern. Ja. Oh, das ist eine Schlange, die ich gar nicht gesehen. Die meinte ich nicht. Aber gut. Ja, gerade die im Dschungel sehen sich alle sehr ähnlich. Kannst die Eier noch nicht essen, ist mir egal. Den Ast. Ein
Nagel dran. Ja. Ich wollte den doch auch angreifen. Die Dinge, die ich suche. Aus. Ist ein bisschen was. Oh, ich hab alles Fresserpunkte gekriegt. Das ist ein Karpok. Wow. Nein, unter Schlangen bin ich schon berüchtigt. Bitte schön. Oh, kommst du von dem Baum runter? So, bitte. Du hast dich jetzt selten dämlich angestellt. Oh,
Zu sehen, dass man alle Nids wieder aufgefüllt kriegt. Mal schauen. Wir haben jetzt ein bisschen Energie. Giftung und Verletzung ist schon mal gut. Das Clanmitglied hier. Das ist nicht unpraktisch. Das hier ist auch nicht unpraktisch. Ich bin ja ein großer Freund von allem, was mir beim Kampf helfen kann. Ich weiß nicht, ob es an dir liegt oder nicht, aber hier zieht gerade schlechtes Wetter auf. Also es kann daran liegen. Dafür wird das, glaube ich, nicht mehr reichen. Doch. Weil Verletzungsschutz ist auch eine feine Sache. Die Allesfresser-Sachen sind alle sehr schön, das wird definitiv nicht reichen. Okay. Dann schlaf ein bisschen, mein Affe. Schlaf ein bisschen. Morgen gehen wir weiter suchen. Überlegen, ob ich vielleicht den ganzen Plan mitnehme. Was zur Hölle ist heute los, ganz ehrlich. Schon bekomme ich wieder einen Bonus für alles Mögliche. Okay, am Anfang geht das alles nicht so schnell. Hier in der Gegend kenne ich schon. Also gehen wir mal zu dem Punkt da hinten. Das
Das ist natürlich blöde, weil ich auch keine andere Aufnahme später für YouTube habe als die hier. Mau? Kann ich nachgucken, ob die PlayStation über LAN oder über WLAN läuft? Nein, ich dachte, wenn er jetzt beide Einstellungen hat, macht das automatisch. Dann muss es einen Moment noch warten. Aber dann läuft die PlayStation über WLAN, was sie nicht sollte. Das erklärt den Lag. Ich sehe immer noch keinen Rauch. Vielleicht war das auch der Lag. Er hat mir jetzt gesagt, dass er A Way Out installiert hat. Er war wahrscheinlich fertig mit dem Download, aber nicht mit der Installation. Das, was ich suche. Da unten wachsen tote Äste. Schachtelhalme. So weit ich das sehe, gerade keine Krokodile. Mein Partneraffe. Ist zwar noch nicht besonders geschickt damit, das zu benutzen, aber ja. Lerne dich zu verteidigen. Glaubst du eher an deiner Verbindung? Oh, hallo Schlange. Hallo Tiger, toter Tiger, was hast du davon? Man greift dich einfach einen Affen von hinten an. Das ist echt früh im Spiel, dass das funktioniert. Aber gut, ich bin auch ein böser Affe. Wollte die Schlange das auch probieren? Also wirklich? Wo sind wir denn hier? Sind wir im Dschungel? Ist der richtige Baum? Natürlich. Den Baum will ich. Wo ist mein Partner? Juhu. Komm, ich kann dir nur helfen, wenn du herkommst. Schlamm.
Nein. Das ist der tote Zweig von meinem Partner. Irgendwo. Könntest du das wohl nutzen, um dich zu verteidigen? Hey. Da wollen wir hin. Aber wie schön, haben wir schon mal einen Säbelzahntiger getötet. Es waren nur den goldenen, aber immerhin einen. War eher hungrig als das. Doch nicht aus, als wärst du wirklich hungrig. Jetzt hat das reagiert. So, wo wollte ich hin? Wo wollte ich hin? Ich kann mal hinstellen. Hier ist viel in der Nähe. Hinten wächst ein bisschen was. Ah, da war ich. Spontan höre oder sehe ich nichts. Ah, okay. Faszinierend. Aber naja, gut, die Installation frisst Platz. Also Arbeitsplatz. Und gegebenenfalls auch noch Internet, auch wenn ich eigentlich dachte, er wäre fertig. Schwarzer. Säbelzahnt. Die sind ein bisschen robuster als die goldenen Säbelzahntiger. Freie Sicht auf das Ding reicht nicht. Okay. Na,
Das war ungefähr, was ich haben wollte, oder auch nicht. Hier müsste derselbe Zahntiger liegen. Ja. Den verjagen wir erstmal. Störst mich sonst? Hallo? Wäre es natürlich schön, wenn hier noch mehr Äste wären. Irgendwo. Weil auch wenn das nur mit dem Stein geht, ist das nur mit dem Stein immer ein bisschen tricky. Wie wir festgestellt haben, ist mein Partneraffe nur theoretisch in der Lage, sich zu verteidigen. Wäre es schon besser, wenn meine Affen schon schwimmen könnten, aber schwimmen kommt erst sehr spät. Ich hier noch keine Tiger. Aber das hier ist ein Platz, den will das Tutorial von einem. Weshalb ich davon ausgehe, dass hier irgendwo auch ein Meteorit sein müsste. Was war das denn? Da auch Carpock, ja. Dann musst du wohl auf den Baum klettern. Auf diesen winzig kleinen Baum. Ich meine, immerhin steht man hier einigermaßen sicher, hoffe ich. Ich hoffe, dass einen hier noch kein Vogel angreift. Oder weiter oben. Wie dicht muss ich denn ran? Ganz nach oben klettern, keine gute Idee, Spiel, will ich nur so sagen. Geht doch. Der Baumvater. Ich hoffe, ich kann hier stehen bleiben, ohne dass mir was passiert, weil ich erwarte, dass man vielleicht einen Meteor stürzen sieht, wenn ich hier bin. Vielleicht auch nicht. Doch. Zwei. Kann ich dann auch von hier oben gleich sehen, wo? In welche Richtung? Da.
Da ist auch. Oh, die Krokodilinsel, na toll. Sehr schön. Müsste. Ach, ganz da hinten. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Das sind beides nicht unbedingt Orte, wo ich gerne hin will. Das eine ist sehr weit weg und das andere. Wie der Name schon sagt. Schlaf ein bisschen auf dem Baum. Solltest du sicher sein. Nein, eigentlich habe ich bei der Krokodilinsel mehr ein Problem damit, dass es eine Insel ist, als dass da Krokodile sind. Kämpfen kann ich. Das ist nicht mein Problem. Sollte ich nicht machen, Affe. Es war eigentlich alles gut so. Bis jetzt einen. Das Ding ist, man muss bestimmte Aussichtspunkte finden oder bestimmte Stellen im Spiel erreichen, damit halt die anderen fallen. Ich wusste nicht auswendig, was das für welche sind. So, dann Ast wieder. Aber ja, der Baumvater ist einer davon. Das Tutorial zwingt dich quasi schon in die richtige Richtung eigentlich. Aber dadurch, dass ich jetzt ohne Tutorial spiele, und ich den Teil schon nicht mehr gemacht habe, als ich mitgespielt habe. Weiß ich tatsächlich nicht, an welche Stellen das sind. Oh, die können wir noch rationalisieren. Du bist ein mutiger. Mutiger. Ich hatte nur Angst, ins Wasser zu fallen, ansonsten war alles gut. Oh.
Wasser fallen ist nicht gut. Ich kann noch nicht schwimmen, das strengt mich noch zu sehr an, das will ich nicht machen, wenn ich Babys dabei habe. Wenn ich aber einen Stock, ich kann mit allem. Wegpunkte in der Nähe sein? Oh Mann. Das soll, siehst du, da ist die Krokodilinsel. Kenne ich noch. Aber als Obst kann man essen. Wahrscheinlich Gesteinfrucht aus dem Miozän. Weil ihm kein besserer Name eingefallen ist. Gut, ich meine, das Ding hat keinen Trivialnamen, gehe ich von aus. Das sieht aus wie eine Papaya. Es mag keine Steinfrucht sein, aber es sieht aus wie eine Papaya. Eine Steinpapaya. Alles Potenzial. Baumfrüchte, die ich noch nicht kenne. Mehr Baumfrüchte, die ich noch nicht kenne. Du schaffst das, kleine Affe, du schaffst das, du schaffst das. Oder ist es mitten im Wasser? Du schaffst das, kleine Affe, du schaffst das. Ja, das ist der See. Du schaffst das. Du schaffst das, 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 du schaffst das. Mutiger kleiner Affe, tapferer kleiner Affe, komm schon, du schaffst das. So ein guter Affe. Ha! Siehst du, du schaffst das.
schwimmen gehen sollte. Da oben, da ist das Krokodil. Wegen dem es Krokodilinsel heißt. Ah, wo ist das? Da ist es. Das größere Problem ist, ja. Hier gibt es nicht so viele tote Äste. Na, wo bist du? Krokodil töten ist schwierig. Aber ich kann dieses Krokodil benutzen, von hier aus automatisch nach Hause zu kommen. Wo ist es denn hin? Ich sehe, dass meine Affen sich bedroht fühlen. Aber es will nicht angreifen. Ich kann das auch hören. Ja, schön. Mein Affe kann jetzt... Ach, da ist es hin. Oh, shit, jetzt hat er alles fallen lassen. Siehst du, Affe? Oh. So. Das haben wir dann auch. Die Krokodilinsel. Ja, du hast dein Bein gebrochen. Egal. Das ist das, was ich mal meinte mit die Warten. Hey! Hey! Dann fahrt mal in Ruhe. Ja, das ist noch das. Krokodile können klettern, das sollte man nicht unterschätzen. Oh.
So kann ich nicht schwimmen. Das ist dumme Krokodil jetzt. Mein Affe fühlt sich bedroht. Das muss doch in der Nähe sein. Da! Meine Fähigkeiten im Krokodil töten sind noch sehr mäßig. Aber gut. Ich bin ja auch nur ein armer kleiner Affe mit einem gebrochenen Bein. Der eigentlich noch keine Pilze hat. Oh, hab ich jetzt zwei Äste. So, nein, ich hab Pilze in der Hand. Ja! Ich wurde gerufen. Jetzt gerade schlecht aufhören, weil man das Spiel schlecht pausieren kann oder speichern. Ich kann es nicht speichern. Von dieser dummen Insel wegkomme. Eigentlich ist aktuell die einzige, diese Krokodile zu töten. Oder mein Dopamin so niedrig gehen zu lassen, dass ich halt panisch nach Hause renne. Oh.
shit, ist mein Affe tot? Oh nein, mein Affe ist krank. Panik ist okay. Wieso ist das alles Fresser-Neuron jetzt ausgereift? Ah, wegen den Pilzen. Na komm schon, ich will speichern, aber ich will mich hier nicht hinlegen, um zu schlafen. Ja, ich weiß, und dann habe ich irgendwie erfolgreich den Krokodil gefunden. Auf der Insel nicht panisch genug werden dafür, glaube ich. Dann muss ich das hier machen. Weiter, oder? Ich wollte eh nach einer Stunde aufhören, wo ist das nicht, aber ist unbedingt an diesem Ort. Schon kann ich, solange die Krokodile noch leben. Land, da scheint nicht sogar weg zu sein. Will mal einfach darüber. Oh nein, das sind Nilpferde. Oh, ich hab alles Ärger. Das sind Nilpferde. Nein, das ist so. Alles. Nilpferde, was ist denn? Ist immer welche? Ich komme nur von denen so runter. Ich kann nicht lange genug schlafen, bis er speichert. Warum speichert er nicht? Da sind die Krokodile. Ich weiß nicht, kochen wir hier Notfallnudeln? Bin ich sicher und kann das Dopamin einfach runterlaufen lassen? Oha, Schanera. Jedes Mal, wenn irgendwo jemand eine Tür aufmacht, das ist heute echt ganz schlimm. Danke, Dopamin niedrig. Ich will ja, dass es weggeht. Ich will ja, dass mein Affe Panik schiebt und nach Hause rennt. Ich habe auch schon nach dem Schlafen gespeichert, aber wahrscheinlich dann nur zu Hause im Nest.
Oh, oh, der andere Affe ist tot. Ich dachte, er hätte ein gebrochenes Bein. Nicht eine tödliche Verletzung. Eine tödliche Verletzung ist schon sehr tödlich. Dinge. Warte, die Erfolgsquote von Attacken. Geschwindigkeit, Ausweichmanöver. Reaktionszeit gegenüber Raubtieren ist eine gute Sache. Geschwindigkeit der Vorbereitung einer Attacke auf ein Raubtier. Schutz vor Verletzung. Mehr Verletzungsschutz und das sind alles wichtige Sachen. Das hier ist jetzt auch auf Dauer ein wichtiger Baum. Ich kann jetzt auf jeden Fall gegen Raubtiere gut angehen. Die von Geräuschen, sensorisches Gedächtnis. Dann kann ich jetzt aber aufhören. Oder zumindest eine Weile Pause machen. Falls ich nicht mehr wiederkomme, sehen wir uns am Dienstag. Ansonsten sag ich Bescheid. Ich kann jetzt keine lange Abmoderation machen, weil mein Vater schiebt gerade Panik, weil meine Oma diesmal nicht gesagt hat, dass sie was zu essen will, sonst macht sie sich was. Bis später oder nicht oder wie auch immer.